Hallo und willkommen zurück zum Radsport-Manager-YouTube-Abonnententeam. Jo, mit den Vertragsverhandlungen, das wird jetzt ja nichts werden. Hätte ich mal genauer lesen sollen. Ich dachte, man könnte auch vorher schon mal den Vertrag verlängern. Aber hier geht es wirklich nur, wenn der Vertrag ausläuft, kann man im Juni den Vertrag verlängern. War mir bislang nicht bekannt. Nun gut, da müssen wir mit dem Team quasi weiterfahren. Können mal schauen, neue Fahrer verpflichten müssen wir eigentlich nicht unbedingt. Wir sehen, die Fitnesswerte sind jetzt schon ziemlich schlecht bei einigen. Da ist nicht mehr viel drin. Cristiano Wildinger ist noch im gelben Bereich, aber jetzt ist so ein bisschen die Formkurve nach unten gehend. Da haben wir im Juni ja mit Absicht so, da gibt es auch nicht besonders viel. Im Juli ist natürlich die Tour de France. Wir haben uns die Planung ja schon angeschaut. Es gibt zwar jetzt noch einige Rundfahrten, aber die können wir ja zum Teil vielleicht auch etwas ausrollen lassen. Wir sehen hier 14.07., dann unser Mini-Giro, den wir mit Ulle ja schon kennen. Dann die Portugal-Rundfahrt U23, die wir mit Eddie Merckx gefahren sind. Dann kommen so einige Eintagesrennen dazu. Hinten raus sieht der Plan jetzt so aus, dass wir die Portugal-Rundfahrt nochmal nehmen. Das sind 2.1-Rennen. Ansonsten bei den 2 HC-Rennen, was ziemlich sinnfrei ist, sind wir nie eingeladen worden, obwohl wir Zweiter in der Kontinentalwertung sind. Das ist echt schade. Dafür gibt es dann noch zweimal die China-Rundfahrt, auch 2.1-Rennen. Die U23-Sachen habe ich erstmal ein bisschen rausgenommen. Ljubljana, Zagreb fahren wir auf jeden Fall und natürlich Sparkassen Münsterland Giro, Piccolo Lombardia und Paris Tour Espoir. Da werden wir auch nochmal dabei sein. Jetzt kommen aber erstmal die deutschen Meisterschaften im Zeitfahren. Da sehen wir mehrere Angebote für Heinrich Hausler. Ich muss gestehen, ich habe nicht mitgeboten. Das können wir uns auch definitiv nicht leisten. Ich hoffe mal, dass sich unsere Fahrer nach der Saison, wo wir uns jetzt ja für uns zumindest langsam so ein bisschen dem Ende der Saison nähern, dass unsere Fahrer sich da nochmal deutlich verbessern werden im Übergang zur nächsten Saison. Vielleicht werden wir dann auch mit besseren Fahrern auch zu größeren Rennen eingeladen. Ich denke mal, der Sponsor kann mehr als zufrieden sein. Wir können ja gleich mal gerade schauen, welche beachtenswerten Ergebnisse wir denn diese Saison schon gesammelt haben. Es gibt jetzt gerade sehr, sehr viele Rennen noch, wie es ausschaut, bis es dann endlich zu den deutschen Meisterschaften geht. Noch einen Tag dauert's. Habe eben gerade 4 Folgen Biathlon am Stück aufgenommen, lief eigentlich relativ gut, kann man nicht meckern. Und jetzt gibt es hier verdammt viele Ergebnisse, natürlich die ganzen Meisterschaften dabei, die jetzt hier mit eingerechnet werden und simuliert werden müssen. Das dauert immer ein bisschen. Und dann sehen wir, deutsche Meisterschaft ist hügelig, wäre eigentlich sogar ein ganz gutes Profil für Marvin Keil, aber hat da natürlich überhaupt keine Chance gegen die Top-Elite. So, mal schauen. Kerkrade. Die holländischen Meisterschaften werden simuliert. Das Einzelzeitfahren Einhausen geht 45 Kilometer lang. Wir müssen, ja, ich würde eigentlich nur Chris Kuhner an den Start schicken. Hallo? Den Rest müssen wir gar nicht mitnehmen. Ich denke mal, das reicht vollkommen. Was? Geisteszustand schon wieder? Der Geisteszustand von Michael Wassmer. Nee, der Gesundheitszustand von Michael Wassmer ist nicht so gut. Ergebnisse des Rennens Irish Championship. Nicholas Roach gewinnt das Zeitfahren. Hugo Ull gewinnt für das Kanadische. Bei den Norwegern Boisson Hagen, Bradley Wiggins gewinnt. Jan Bartha, Rasmus Kvade vor Alex Rasmussen. Marcel Wüst ist wieder gesund. Ich wusste gar nicht, dass er krank ist. So, Michael Wassmer ist nicht in Bestform. Die gepackten Koffer von Laurens de Vreese. Dem Hauschweins auf die Fräse. Markus Burkhardt auch auf gepackten Koffern. Ist doch schön. Besser, wenn die ungepackt wären. Das wäre natürlich blöd. So, wir wollten nochmal einen kleinen Blick hier auf unsere Eigenschaften werfen, ob wir uns irgendwie verbessert haben. Hügelwert von Marvin Keil ist gleich geblieben. Leon Höhler hat sich auch nicht mehr verbessert. Sprintwert 71. Wir müssten dann mal schauen, dass wir fürs nächste Jahr, wir kommen jetzt hier so, naja, viel haben wir nicht mehr rausgeholt, dass wir fürs nächste Jahr dann nochmal bessere Trainer einstellen, wenn wir jetzt eh schon keine neuen Fahrer bzw. keine neuen Verträge abschließen können. So, Michael Wassmer 72, mal schauen. Beschleunigung Marcel Wüst auf 72, 71 im Sprint. Der ist inzwischen pari mit Leon Höhle, der sich da noch nicht verbessert hat, komischerweise. Wildinger mit einer 74 am Berg, da können wir definitiv gut mitleben. Udo Bölz, Hans Volker eine 72, in der Ebene ist Jens Vogt schon auf einer 73. Chris Kuhne auf einer 70, Zeitfahren Prolog auf 73, also da sind wir richtig gut. Kopfsteinpflaster, Pascal Motes und Jan Piller 73 und 70. Da sind wir doch ganz gut aufgestellt. Unsere Jungs entwickeln sich gut, wenn wir noch besseres Personal einstellen könnten. Dann könnten wir da auch nochmal richtig abgehen fürs nächste Jahr. Und jetzt geht es hier ins Zeitfahren bei den deutschen Meisterschaften rein. Es geht von Einhausen nach Zweihausen.
Dann geht's weiter von 3.000 nach 4.000 und der Gag ist super, ich weiß. Dankeschön. High five für diesen Witz. So, es ist auch nur einer aus unserem Team am Start. Ich denke mal, die anderen müssen wir damit nicht behelligen. Wir werden auch nicht ganz vorne reinfahren. Hier sind einige Sprinter dabei. Marcel Kittel, John Degenkolb. Bäh. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, was das soll. Stefan Schumacher fährt mit. Silvio Herklotz sehen wir. Schachmann, den wir eben noch bei der Rundfahrt, der uns eben im Zeitfahren geschlagen hat. Chris Kuhne auf Platz 4 bei den Favoriten. Na, Maximilian Schachmann mit 76er Zeitfahrwert ist da der Topfavorit. Mit einer guten Tagesform bei 45 Kilometer flachem Terrain haben wir eine Chance. Wir bräuchten aber mindestens eine plus 3. Minimum. Ich weiß nicht, wann wir starten. So, nochmal schön bekreuzigt der Mann. Das bringt eh nichts, das kann ich ihm sagen. Der macht es trotzdem auch nochmal. Wenn man das noch einstellen könnte, würde ich es meinen Fahrern verbieten. Wir schauen uns mal ein bisschen die Strecke an. Ich weiß nicht, wann Chris Kuhner kommt, aber da wir ja einer bei den Favoriten sind, vielleicht auch bei den letzten dann dabei. Das ist schön flach, richtig gut, aber es gibt nur eine Zwischenzeit. Keine Ahnung, was das eben gerade war. Sah auf jeden Fall nach Zwischenzeit aus, aber irgendwie wurde nichts gewertet. Gibt nur hier eine Zwischenzeit, so ja, ziemlich auf der Hälfte, ein bisschen davor. Ah, okay, da hinten ist dann das Ziel, ich wollte schon sagen, aber es wird uns jetzt hoffentlich keiner entgegenkommen. So, bislang fest in deutscher Hand, die deutsche Meisterschaft, vier Deutsche unter den ersten vier. So, erste Zwischenzeit für Till Schuster, der da nicht besonders gut abschneidet. Paul Voss ist unterwegs, wir schauen mal, Marcel Kittel war dort am Start. Ich glaube, dass man hier die Strecke zum Teil doppelt fährt. Also es ist wahrscheinlich nicht unüblich, dass hier zwei Fahrer auf gleicher Höhe sind. Was irgendwie etwas merkwürdig ist. Also die Strecken finden wohl dann irgendwie parallel statt. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, ist dort quasi, dass wir von der anderen Seite durch die Zwischenzeitmessung durchfahren. So, wir dürfen natürlich nicht unseren Start verpassen. Ah, da kommen sie auch ums Eck. Da haben wir es gerade gesehen. Also da kann es schon sein, dass man ein bisschen in den Verkehr reinkommt. Aber das Spiel reagiert da ja drauf ja so, dass das keinen Windschatten dann bietet. Ich denke mal, dass das ziemlich egal ist. Čiolek am Start. Paul Martens. Ja, Gott hab ihn selig. Greipel. Schiefer. Roger Kluge ist dabei. Linus Gerdemann, yeah, mit dem fahren wir mit. Wie gesagt, mein Lieblingsfahrer früher gewesen. Inzwischen verfolge ich es schon gar nicht mehr so. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, dass ich das ein bisschen vernachlässige. Aber so erfolgreich ist er auch gar nicht. Aber hier läuft es gut. Ist er gerade durch einen durchgefahren und jetzt minus eins. Okay, das wird dann nix. Denke ich mal, wir fahren mal mit der 70. Vor uns der gute Schiefer. Der ist ja schon länger vor uns gestartet. Ich denke nicht, dass wir mit der 70 durchfahren können. Ich gehe mal ein bisschen runter. Aber minus 1, damit ist es dann quasi auch schon gegessen. Das wird nichts werden. Außer der Schachmann hat noch eine viel, viel schlechtere Form. Sütterlin kommt da, Kretsch und da ist Schachmann. Es geht ja dann quasi nach Favoriten. Ich sehe natürlich seine Tagesform nicht, aber naja. Mal schauen. Wir sind auf jeden Fall schneller unterwegs als Schiefer. Da haben wir natürlich jetzt ein paar gute Richtwerte auf der Strecke, die sehr, sehr flach ist. Da gibt es kaum mal Bergauf, Bergab-Passagen. Sütterlin, naja, ist schon ein Stück weg von uns. So, 63 ist, glaube ich, momentan ein ganz guter Wert. Linus Gerdemann auf Platz 5 bei der ersten Zwischenzeit im Ziel für Sven Reuter. Wir fahren jetzt wahrscheinlich erstmal durch den durch, weil er ja quasi im Spiel gar nicht vorhanden ist. Er ist nicht auf derselben Runde wie wir. Deswegen wird er auch nicht hin und her gefahren. Na, da haben wir doch schon Sütterlin ordentlich Zeit abgenommen. Mal schauen, sind jetzt noch 10 Kilometer bis zur ersten Zwischenzeit vor uns. Bauhaus, viel Bauhaus. Stimmt, wir können da nicht einfach zurückgehen. Kein besonders guter Zeitfahrer, den sollten wir uns jetzt auch gleich holen. Nee, ist das Ziel da vorne. Ist ein bisschen unübersichtlich, das Zeitfahren. Was soll's, Phil Bauhaus, da fahren wir locker dran vorbei. Im 63er Wert, vielleicht müssen wir nochmal leicht runtergehen. Gehen wir auf 62. Sind es noch 5 Kilometer bis zur ersten Zwischenzeit? Ich lasse es trotzdem mal
im Normaltempo laufen. Ich finde das immer ein bisschen blöd, wenn man dann schneller stellt. Gerade bei Zeitfahren mag ich es ganz gerne, ein bisschen Ruhe zu haben, um eben auch die Zwischenzeiten der anderen zu verfolgen. So, Nikias. Heißt der wirklich Nikias Arndt? Ich dachte immer, der heißt Niklas Arndt, aber gut, vielleicht hat sich hier einer vertippt. So, komm schon, noch ein bisschen müssten wir was gut machen. Ich glaube, ich muss mal runter auf 60 gehen. Aber ansonsten ist der grüne und der blaue Balken jetzt noch ein kleines Stück auseinander und das ist hier, das ist bestimmt 2 Kilometer, die das hier auseinander geht und vor allem wird es jetzt nicht besser. Da vorne ist die erste Zwischenzeit. Mal schauen, wo wir dort stehen. Wir sind natürlich, wir müssen theoretisch noch ein bisschen Zeit rausnehmen und wir sind nur auf Platz 6 mit 17 Sekunden Rückstand. Das ist nicht gut. Sütterlin kommt und danach Patrick Kretsch und Schachmann, der aber auch jetzt, na gut, da vorne sieht er ihn schon. Aber das war jetzt nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt hatte, weil wir ja eben schon grünen und blauen Balken nicht auf einem Level haben. Hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass wir da weiter vorne liegen. Jetzt müssen wir was gut machen. 27 Sekunden hinter Patrick Kretsch. Na, Chris Kuna, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass du das Zeitfahren vergurkst. Vor allem das Teamzeitfahren damals. Ja, ja, ich erinnere mich noch, da wo ich gedacht habe, es gibt ein Einzelzeitfahren. So, da vorne geht es nochmal leicht bergab. Da kann man vielleicht ein bisschen Kraft sparen. Ja, hier minus 0,1, wie ich das wieder gesehen habe. Adlerauge. So, André Greipel, natürlich ein hervorragender Zeitfahrer. Den überholen wir jetzt. Naja. Der scheint ziemlich müde zu sein zum Ende raus. Das kann unsere einzige Hoffnung werden, dass die anderen es hinten raus verkacken. Maximilian Schachmann auch 16 Sekunden zurück, damit nur 11 Sekunden vor uns. Ich hoffe wirklich, dass die anderen sich verausgaben, aber bei uns sieht es ja auch nicht so perfekt aus. Unser Ausdauerwert ist natürlich auch nur bei 64. Das ist beim Zeitfahren dann auch nochmal problematisch, wenn ich gehe nochmal runter, damit wir eben hinten raus lieber mit einer 58 als kaputt, würde ich mal sagen. So, hier geht es so ganz leicht bergauf, das kostet natürlich. So, jetzt sind es noch, wie weit ist es noch bis ins Ziel? Noch immer noch 11 Kilometer, alter Schwede, das zieht sich aber wie Gummi. Sütterlin, na, das ist noch vollkommen in Ordnung. Patrick Kretsch ist allerdings dicht an ihm dran. Schachmann, naja, Patrick Kretsch scheint einen guten Tag erwischt zu haben. So, dann können wir hinten raus vielleicht nochmal auf die 60 hochgehen. Da sind wir vielleicht etwas schnell angegangen. So, ich gehe mal auf 61. Dann schauen wir mal. Auf, Chris Kuna, hau alles raus, was du hast. Schauen, Zwischenzeit im Ziel, Nikias Arndt, 22 Sekunden, West Mattelmann auf Platz 2, mit dem Namen. So, auf geht's. Schlusssprint, Junge, auch wenn ich den Wert gerade nochmal runtergestellt habe. Das ist jetzt vielleicht nicht mega spannend, aber ich mag Zeitfahren einfach und ich will das nicht so hinhuddeln. Das geht mir nämlich immer auf die Nerven. So, komm schon, Nils Polliet, 14 Sekunden, jetzt auf Platz 2 vorgefahren. Sütterlin sieht uns noch. Patrick Kretsch direkt dahinter. Ich denke mal, Patrick Kretsch, der sieht auch noch sehr frisch aus. Das wird nichts werden. Jetzt geht es hier vielleicht nochmal leicht bergab. 0,1, da vorne wird es vielleicht nochmal etwas mehr. 0,2, ach. Super Augen, die ich hier habe. Jetzt haut er nochmal alles raus. 1 Kilometer, der grüne Balken ist allerdings gleich weg. Da ist er auch weg. Höchstens noch minimales Zipfelchen da. Nur mit 36 Stundenkilometern fahren wir hier ins Ziel. Mal schauen, ob wir die Bestzeit haben. Ich glaube nicht, dass es für die Bestzeit reicht. Und wir sind im Ziel auf Platz 7, nur mit 1 Minute Rückstand. Mann, Mann, Mann. Das war aber gar nichts, dafür, dass wir auf Platz 4 bei den Favoriten waren. Sütterlin kommt rein. Und platziert sich direkt hinter uns. Patrick Rätsch, 24 Sekunden vorne. Der wird wahrscheinlich deutscher Meister werden. Schachmann kommt hier rein, hat aber, glaube ich, zu viel Rückstand gehabt bei der ersten Zwischenzeit. Mal schauen, er sprintet nochmal, bedeutet, er hat noch Energie. Auch hier deutlich schneller als wir, 32 Stundenkilometer. Und er fährt aber auch nur auf Platz 3, bedeutet, Patrick Kretsch ist neuer deutscher Meister im Zeitfahren. Wir beenden das Zeitfahren auf Platz 9 mit 1,5 Minuten Rückstand. Finde ich ein bisschen viel. Weiß nicht, woran es gelegen hat. Tagesform
Ja, klar. Man kennt natürlich die Tagesform der anderen nicht. Das war aber nicht so schön. Teamwertung sind wir komischerweise nicht dabei. Brauche ja mindestens drei Fahrer am Start. Naja, Platz 9 ist besser als nix. Muss man ja ganz deutlich sagen. Bei der deutschen Meisterschaft wird es jetzt ganz, ganz schwierig. Ich weiß gar nicht, wen wir da überhaupt an den Start schicken sollen. Marvin Keil wäre natürlich eine Idee. Canadian Champion. Ah, jetzt werden nochmal die ganzen anderen Meisterschaften durchsimuliert. So, am 29.06. sind jetzt auch nochmal alle Meisterschaften. Jussi Vaikkanen sitzt auf gepackten Koffern. Natürlich. Die Finnen, ich sag's euch, die sitzen immer auf den gepackten Koffern. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir bei den deutschen Meisterschaften machen können. Teilnehmen würde ich auf jeden Fall. Ich denke mal, das ist Pflicht für uns. Gibt zwar keine Punkte, aber vielleicht machen wir ja einen Überraschungssieg bei den deutschen Meisterschaften mit Marvin Keil. Vom Profil her sollte es ihm liegen, wobei das wahrscheinlich wieder steiler aussieht, als es dann tatsächlich ist. 204 Kilometer, müssen wir schauen, wie die Fitness von Marvin Keil jetzt ist. Leon Höhle kriegen wir, glaube ich, diese Saison nie wieder hin. Den haben wir am Anfang der Saison kaputt gefahren. Der wird zum Ende der Saison vielleicht nochmal fit werden, aber so viele Rennen gibt es für ihn gar nicht. Sparkassen Münsterland Giro wäre eine Idee, dass wir da nochmal schauen. Ansonsten habe ich natürlich auch bei den Werten, wie wir unsere Fahrer zum Formhöhepunkt bringen, etwas dazugelernt. So, boah, ja, das bringt eigentlich fast gar nichts. Mit Hans Volker können wir an den Start gehen, aber Marvin Keil ist jetzt auch von der Fitness. Geht es da jetzt auch runter? Da sehen wir es auch. Naja, eigentlich sollte es noch in einem ordentlichen Bereich sein. Ist es aber nicht mehr. Er ist auch ermüdet jetzt inzwischen. Können wir also auch knicken. Ich glaube, wir brauchen da niemanden an den Start zu schicken. Ich glaube, jetzt kommt mal so ein bisschen die Phase, wo wir vielleicht auch was simulieren. Chris Kuhner, Udo Bölz und Hans Volker schicken wir jetzt mal an den Start. Allerdings simulieren wir es dann. Das sind zwar die deutschen Meisterschaften, aber wir können einen in die Ausreißergruppe schicken. Aber er wird eh eingeholt. Also können mal die Favoriten uns anschauen. Da Marcel Kittel, John Degenkolb wird hier als Flachetappe deklariert. Ich würde sagen, dass die Hügelfahrer durchaus eine Chance hätten. Aber wir simulieren uns jetzt hier mal ganz kurz ein bisschen durch. Kann sein, dass wir auch die U23-Rundfahrten, die da demnächst kommen, auch durchsimulieren müssen, weil wir einfach keinen Fahrer an den Start bringen, der überhaupt Siegchancen hat. So, hier müssen wir natürlich auch noch schauen. Ergebnisse der kanadischen Meisterschaften. Da gewinnt schon wieder Hugo Hull. Oder Hugo Hull, keine Ahnung. Stefan Denifil gewinnt. Alexander Christoph. Erki Pitsep. Süßer Name. Haben wir noch nie gehört, aber 39 Jahre mit den Werten. Respekt, sorry der. Ich dachte, Rein Taramer gewinnt, aber nun gut. Kasachstan, Russland, Kloibajew. Was ist denn hier los? Kenne ich auch nicht. Aha. Fährt Fastana, kenne ich aber trotzdem nicht. Litauen, Ramunas Navadauskas, ja gut, der ist ein Begriff. Kevin Feiereisen, was ist denn, was, wer gewinnt denn hier die Meisterschaften? Kevin Feiereisen, der ist wahrscheinlich mit Louis van Gaal verwandt. So, Christian Veit ist slowenischer Meister. Okay, nehmen wir auch mal so hin. Schwedischer Meister, gut, Tobias Ludwigsson, sehr guter Zeitfahrer. Großbritannien, Ben Swift gewinnt. Irland, Daniel Martin, Josh Berry sitzt auf gepackten Koffern und dann haben wir noch die Zeitfahrmeisterschaften in Espanja. Alberto Contador gewinnt, Cataldo gewinnt in Italien, Jeremy Roy in Frankreich, Elias von Preusergem oder Preusechem gewinnt in Belgien vor Tom Bonen und Philippe Gilbert und Tom Dumoulin, na gut, das ist keine Überraschung, in Holland, TJ van Garderen bei den Amis, Preisgeld 70 Euro, alter Schwede, das ist ja ein Traum, Rui Costa in Portugal, die Russen Anton Worobjew gewinnt und in der Ukraine Andriy Krivko. Ja, das war super spannend. Das nächste Ziel ist der Rheidol Grand Prix, aber davor kommen, wie gesagt, noch unsere Future Events, unsere U23-Rennen. Jetzt gibt es hier noch ein paar Ergebnisse für die nationalen Meisterschaften. Dauert jetzt noch 6 Tage. Nee, das Rennen fahren wir doch gar nicht. Ist immer ein bisschen schlecht, was da unten eingestellt ist. Nächste Rennen ist Giro Ciclisto della Valle d'Aosta Mont Blanc. Das habe ich damals mit Ulle so gerne ausgesprochen. Also unser Mini-Giro
So, Vorauswahl für die Nationalmannschaft. Ab sofort können Sie eine Vorauswahl derjenigen Fahrer treffen, die für die Weltmeisterschaft in Frage kommen. Gehen Sie dazu über den Reiter Rennen auf die Auswahlseite für die Nationalmannschaft. Okay. Rennkalender Mottes und Piller. Ja, würde gerne am Prestige. Wir haben ja keine. Was soll ich machen, Jungs? Cancellara gewinnt. TJ van Garderen gewinnt schon wieder. Kolumbianisch gewinnt bestimmt. Ah, nee, Uran gewinnt. Hier gewinnt Pochsev. Aha. Na klar, ja, ein Sprinter, okay, nehme ich mal auch so hin. Portugal, Fabio Silvestre, Maciej Paterski, Kankowski, ach, hey, hier kommen wir, jetzt reicht's auch. Na, Spanien, Marcos Garcia, ja. Oh, guck mal hier, der Prince of Wales wird auch noch gewählt. Vasi ist wieder gesund, das freut mich. Achso, muss ja den Rennkalender hier, die Vorauswahl für die Nationalmannschaft machen. Also, hab's jetzt mal angenommen. Finanzübersicht Juni, Kontostand 154.000. So, die neuesten Ergebnisse. Wir schauen uns gleich mal die Wertungen an. Eine herbe Enttäuschung für Kittel. Cancellara ebenfalls. Kalendererstellung haben wir schon gemacht. Und dann schauen wir uns nochmal die Ergebnisliste an, ob wir dort etwas zurückgefallen sind. Ich kann es mir vorstellen, weil jetzt ja nicht so viel war. Aber die anderen haben auch nicht viel mehr geholt. Wir sind immer noch punktgleich jetzt mit auf Platz 2 mit Topsport Flandern, Baloise. Im Einzel war Marvin Keil extrem gut, ist jetzt allerdings auf Platz 4 zurückgefallen. Leon Höhle immer noch auf Platz 8. Da sehen wir Hans Volker auf Platz 55 durch seinen Sieg bei Rund um Köln natürlich immer noch gut platziert. Cristiano Wildinger, der ja viele U23-Rennen geholt hat. Ansonsten bei den Siegen sind wir, glaube ich, ganz vorne. Wildinger mit 13 Siegen, Leon Höhle mit 7, Marvin Keil mit, Leon Höhle mit 10, Marvin Keil mit 7. Chris Kuhner ebenfalls auch 4 Siege. Allerdings auch bei U23-Rennen eher. Hans Volker hat 2 Siege, also alles ziemlich gut. Im Team sind wir bei den Siegen, glaube ich, auch ganz vorne. Ganz genau, da sehen wir es auch. 41 Siege haben wir diese Saison gefeiert. Kontinental, wie gesagt, auf Platz 2 im CQ-Ranking sind wir auf Platz 28. Dann können wir jetzt mal weiter simulieren und mal schauen, welche Rennen da jetzt kommen und wie unsere Fahrer in Form sind. So, Daniel Martin. Ich weiß gar nicht, ob wir uns jetzt nach neuen Fahrern umschauen sollten. Vielleicht bräuchten wir doch nochmal einen größeren Kader. Aber ich würde eigentlich auch gerne mit unserer Mannschaft weiterfahren. So, Rowan Dennis wechselt ebenfalls. Mehrere Angebote für Daniel Moreno. Gut, wir können uns eh nichts leisten im Endeffekt. Wir müssen eigentlich mit den Jungs eh weiterfahren. So, die Tour de France geht los. Wir sind komischerweise nicht eingeladen. Hab mich auch direkt mal bei Herrn Prudhomme beschwert. Habe ihm einen dicken Kackhaufen vor die Tür gesetzt. Mit einem Böller rein. Hyundai Chinning Choker Trace. So, noch ein bisschen Rassismus reinbringen, indem man einfach mal einen fiesen Akzent reinmacht. Gerade in diesen Tagen. Rassismus ganz weit vorne. So, ja, jetzt ist gerade nicht so super spannend. Ich würde jetzt noch keine Zusammenfassung der Saison machen, aber ich würde jetzt schon ganz gerne mal in die zweite Saison einsteigen, weil jetzt kommen eh nur noch U23-Rennen, da gibt es eh keine Punkte für. Unsere Fahrer haben sich jetzt nicht so viel weiterentwickelt, wie ich es ganz gerne gehabt hätte. Haben auch gleich ordentlich was zum Durchlesen, weil einige Fahrer doch das Team wechseln möchten. So, angeblich fahren wir jetzt die Vuelta a la Comunidad de Madrid Sub-23. Machen wir nicht, wollen wir auch nicht. Und Gatis Smukulis sitzt auch auf gepackten Koffern. Also man merkt schon, die Leute haben sich hier alle einfach hingesetzt. Einfach so. Auf de platte Arsch haben sich einfach hingesetzt. Skandalös. Ja. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Sehr viele Rennen zum Simulieren. Also ich finde, wie gesagt, wir sind eine sehr gute erste Saison gefahren auf Platz 2. Continental hätte ich nie gedacht, dass das eintreffen wird. Aber jetzt dauert es nochmal 6 Tage. Vielleicht haben ein paar Fahrer bis dahin ja regeneriert. Haben jetzt circa 2, 3 Wochen mal Pause gehabt nach den deutschen Meisterschaften, was glaube ich auch ganz gut ist. Wie gesagt, Zeitfahren hat mich ein bisschen enttäuscht. Davor in der Folge haben wir 2 Rundfahrten wieder gewonnen. Die Oberösterreich-Rundfahrt haben wir mit Marvin Keil gewonnen. Sogar relativ souverän. Haben parallel in Savoyen die Rundfahrt mit Wildinger gewonnen. Dann die letzte Bergankunft hat die Entscheidung gebracht, nachdem wir vorher ein bisschen, ja, schlecht bei der Konzentration waren, würde ich mal sagen. Da habe ich nicht aufgepasst und die Jungs sind uns weggefahren an einem Berg. Aber jetzt
Versuchen wir die Saison noch gut zu Ende zu bekommen, dass wir in der Kontinentalwertung nicht allzu weit jetzt hinten raus noch zurückfallen, weil unsere Fahrer doch ziemlich müde sind. Gerade sowas wie die internationale Österreich-Rundfahrt wäre natürlich ein Ziel für die nächste Saison. Wie gesagt, wir kennen jetzt auch die Stärken und Schwächen unserer Fahrer, dann kann man das Ganze vom Rennkalender her auch nochmal ein wenig besser einstellen. Dann kann man auch direkt von vornherein schauen, bei welchen Rennen man überhaupt angenommen wird. Und ich hoffe, hoffe, hoffe wirklich, dass wir größere Rennen fahren können, dass das nicht immer so, dass es quasi gar keine Möglichkeit gibt, mit Team Gerold Steiner irgendwann mal zur Tour de France zu kommen. Das wäre echt bitter. Weil mit den Ergebnissen, da müssen sich doch Sponsoren finden. En masse. Wir sind das junge deutsche Nachwuchsteam. Wir haben die zukünftigen Tour de France-Sieger und Klassikerfahrer in unseren Reihen. So, dann machen wir gleich mal den Überraschungseffekt und schauen uns die Form unserer Fahrer an. Einfluss drauf haben wir eh nicht mehr. Das macht jetzt die Saisonvorbereitung. Die Grundlagen im Winter. So, jetzt reicht es auch langsam beim Simulieren, habe nämlich keinen Bock mehr. Halbe Folge mit Simulieren voll. 11. Juli. Ist bald auch Nationalfall. Was? Toni Martin wirft das Handtuch. Er hat aufgegeben. Dreckschwein. Ist er wieder auf die Schulter gefallen. Im gelben Trikot. Das war ja auch ein ganz komischer Sturz bei der Tour de France. Das sah ganz merkwürdig aus. Aber er hat eine tolle Tour de France gefahren, auch wenn er nicht lang dabei war. Da war alles mit drin. Um eine Sekunde das gelbe Trikot verpasst, dann das gelbe Trikot geholt, ist wieder verloren mit einem Sturz, ausgestiegen. Meine Herren, bei den Weltmeisterschaften im Zeitfahren hat es ja da nicht so gut funktioniert, aber kann auch nicht immer klappen. Denk mal, der beste Zeitfahrer der Welt ist er definitiv. Jetzt sind es noch 2 Tage, Training von Steffen Wesemann, der find's anscheinend auch nicht so geil. Ich trainiere auch sehr ungern. So, Stockton Velo 29, das ist wahrscheinlich John Stockton von den Utah Jazz. Der beste Assistgeber, ja, der NBA. Früher gewesen mit dem Mailman, mit Karl Malone. Karl Malone? Ja, ich glaube. Auf jeden Fall, Utah Jazz waren damals eines der besten Teams, richtig geil gegen Michael Jordan. Häufig im Finale gestanden, allerdings, ich glaube, nie den Titel gewonnen. Ich glaube, Malone und Stockton haben nie den Titel gewonnen. Ich weiß es gar nicht genau, ich glaube aber nicht. So, die Fitnesswerte sind sensationell unserer Fahrer. Wir machen mal ganz kurz die Kaderübersicht. Da sehen wir, sind alle tipptopp drauf. Deswegen machen wir jetzt dieses U23-Rennen, schenken wir ab. Ganz ehrlich, wir haben eh keine Chancen, mit Jan Piller da jetzt die Berge hochzuzuppeln. Macht auch wenig Sinn. Wir schauen mal, wer denn da jetzt noch am ehesten nicht ermüdet ist. So, die haben alle keine. Ich wähle jetzt gerade mal alle weg. Die sind alle ermüdet. Dann wählen wir die mit guter Ermüdung. Rhythmus schlecht. Dann nehmen wir Jan Piller. Pascal Mothe ist unterdurchschnittlich in der Fitness. Udo Bölz wäre noch okay. Den können wir noch an den Start. Der hat ja vielleicht sogar ganz gute Chancen, da vorne zu landen. Naja, gut, mit der guten Fitness eher nicht geringe Ermüdung. Wen haben wir denn sonst noch hier? Steffen Wesemann. Und Jens Heppner. Komm, da haben wir 4 Fahrer am Start und simulieren das ein bisschen. Da machen wir jetzt eine kleine Simulationsfolge. Aber dann kommen wir auch langsam zum Saisonende hin. Und wie gesagt, mit den Jungs da jetzt an den Start gehen, das macht einfach keinen Sinn. 54 Sekunden hat ein Ausreißer rausgefahren. Udo Bölz, nee, Jan Piller auf Platz 15. Unser bester Fahrer. Dann machen wir direkt weiter und wir müssen uns gleich mal hier die Nachrichten durchlesen. Stört das immer, wenn die roten Punkte daneben sind, da bin ich ganz Perfektionist. Bestätigung des Rennkalenders, ja, den haben wir ja schon gemacht. Werden da eh nicht mehr zu anderen Rennen eingeladen. So, Ergebnisse Österreich-Rundfahrt, da wäre ich gern dabei. Steffen Wesemann kommt mit dem Trainingsstil nicht zurecht. So, mal schauen. Jens Heppner, der hat nur 4 Fahrer. Andrea Leoni hat 7 Fahrer, dann kommt er halt da dazu. Das ist auch okay. Toni Martin, das Team Ethics Quickstep hat bekannt gegeben, dass sein Fahrer Toni Martin heute nicht starten wird, da er an Rückenschmerzen leidet. Die Teamärzte haben entschieden, kein Risiko einzugehen und lieber auf seine vollständige Genesung zu warten. Das ist sehr sinnvoll. Da gibt es jetzt noch unendlich vieles, was wir durchlesen könnten, aber ist jetzt auch nicht so super spannend. Ich klicke das trotzdem gerade mal ganz kurz weg und dann gibt es hier diese Mörderetappe. Gerade mal ganz kurz schauen, aber Udo Bölz, mit der Fitness hast du einfach keine Chance. Das kannst du knicken. Bei den Favoriten sind wir auf Platz 2 hinter Robert Power. Jens Heppner ist da sogar auch noch dabei.
Aber ich glaube, jetzt mit Udo Bölz gegen Robert Power anzutreten, mit der Fitness lassen wir mal. Mal schauen, was er rausholt. Wenn wir simulieren, natürlich eigentlich eine geile Etappe. Er wird sogar Zweiter, zeitgleich mit Laurent Deplus. Aber hallo, nicht schlecht. Aber dann kriegen wir auch mal sowas mit. Nicht sauer sein, dass ich das jetzt nicht gespielt habe. Aber ich würde ganz gerne mal ein bisschen weiterkommen. So, jetzt müssen wir die Portugal-Rundfahrt natürlich auch noch mitnehmen. Schauen wir wieder, dass wir möglichst Fahrer an den Start schicken, die vielleicht nicht ganz im Arsch sind. Michael Wassmer sieht noch ganz ordentlich aus. Chris Kuhner ebenfalls. Ist jetzt auch nicht unbedingt so sein Profil. Leon Höhle, geringe Ermüdung, unterdurchschnittlich. Ah, die Ermüdung geht langsam wieder nach unten. Wen können wir denn sonst noch nehmen? Jens Vogt können wir noch nehmen und dann bräuchten wir noch einen. Dann müssen wir eigentlich Pascal Motis nehmen. Ich glaube, von den anderen macht da keiner mehr Sinn. Nee. Dann simulieren wir das nämlich auch. Ja, das ist jetzt nicht die mega spannende Folge. Pascal Motis auf Platz 7. Sehr gut. In die Ausreißergruppe reingefahren. Hätte sehr gern jetzt die Vertragsverhandlungen gemacht, damit wir hinten raus nochmal ein bisschen Action reinbekommen hätten. So, jetzt geht's weiter beim Giro. Wenn wir da hinten raus immer noch vorne mit dabei sind, ja, Rhythmus ist gut, Fitness ist wie gesagt komplett weg eigentlich. Da ist jetzt auf Platz 3. Wenn wir hinten raus immer noch können, dann können wir da vielleicht auch eine Etappe nochmal fahren. Mal schauen, wo Udo Bölz jetzt rauskommt. Wieder auf Platz 2 und er übernimmt die Führung. Ohne dass ich was machen muss, gewinnen wir hier den Mini-Giro. Udo Bölz ganz vorne dabei. Sehr gut. Aber es ist halt auch keiner unserer Fahrer. Der Rhythmus wird besser. Mal schauen, ob die Fitness nochmal besser wird. Wir fahren generell nur Rundfahrten, die kaum hier reinpassen. So, das simulieren wir wieder. Pascal Motis wieder auf Platz 4. Der ist relativ gut dabei hier. Platz 3 in der Gesamtwertung. 16 Sekunden Rückstand. Läuft gut. Jetzt geht's wieder nach Italien. Relativ flach. Denk mal eher was für die Sprinter. Da wird Udo Bölz nicht mehr viel gut machen können, beziehungsweise nicht viel verlieren können. 149 Kilometer war es lang, da konnte man schön regenerieren. Ariel Maximiliano Richese. Das ist doch ein Name. Was eine Etappe, wie geil. Dann würde ich sagen, die fahren wir. Wenn wir mit Udo Bölz jetzt schon so weit vorne dabei sind, dann fahren wir die Etappe. Ich meine, das sind einfach mördergeile Etappen. Na gut, jetzt sieht es nicht mehr so geil aus als auch die andere Rundfahrt. Ich wollte schon sagen, also hat das Profil eben aber sehr verzerrt. So, hier werden wir jetzt schön viel Zeit verlieren, weil wir keinen einzigen Bergfahrer am Start haben. Jetzt Vogt wird trotzdem Neunter. Einfach mal so, weil er es kann. Und jetzt geht's dann nach Italien. Den Mont Blanc anscheinend hoch. Und dann haben wir ja doch nochmal eine Etappe, die wir hier fahren können. Udo Bölz von der Fitness nach wie vor nicht besser geworden, aber er führt. Und wir schauen nochmal bei den Favoriten rein. Sind wir wieder auf Platz 2 genannt? Die anderen sind wahrscheinlich auch nicht viel besser drauf. Aber das wird eine spaßige Etappe. Frage ist nur, wer beschützt uns? Ich würde mal auf Jens Heppner setzen, der aber bei der Fitness auch nicht so gut ist. Neunter in der Gesamtwertung. Jan Piller auf Platz 11 in der Gesamtwertung. Also die Konkurrenz ist auch sensationell gut. Ja, so Profile sind der Hammer. Liebe ich. Und ich denke mal, wir können mit Udo Bölz hier die Rundfahrt gewinnen. Aber hier, der gute Herr Power ist schon uns häufiger mal über den Weg gefahren. Und ich merke gerade, dass ich sehr, sehr müde werde, weil ich heute doch sehr viel aufgenommen habe. Wahrscheinlich gut, dass wir dann hier nach der, dass ich nach der Aufnahme dann wirklich aufhöre für heute. Krieg gerade richtig Kopfschmerzen, sorry. Versuchen wir es mit Udo Bölz, sind eh nur 76 Fahrer am Start. Kümmert sich Jens Heppner mal um Udo Bölz und Steffen Wesemann um. Ach, das ist doch Quatsch. Die beiden können wir vorne in die Führungsarbeit reinschicken.
So, Topfahrer Udo Bölz in gelbem Trikot hätte ich auch nicht unbedingt gedacht. War ja eher die Verzweiflung, dass wir hier überhaupt einen mit reingeschickt haben. Jetzt fahren wir mal mit Udo Bölz. Generell keiner. Doch, Jan Piller ist ja am Start. Aber da wird es heute schwierig, die Etappe zu gewinnen. Ich hoffe, er sieht es mir nach. Jetzt sind wir ein paar Kühe am Rand. Schön wieder das Ozonloch zerstören. Dann hoffe ich doch, dass ich jetzt genauso gut bin wie die Simulation. Das wäre jetzt bitter, wenn ich heute 2 Minuten verliere und vorher beim Simulieren hat es immer so gut geklappt. Wäre ein bisschen peinlich. Ja, da ist der Henninger Turm wieder. Der ist ein Wanderturm. So, Steffen Wesemann schicken wir gleich nochmal Wasser holen. Jetzt kommt allerdings gerade der Hügel, aber das Feld ist ja so klein, da ist man schnell wieder vorne. Das schafft sogar er. Auch wenn es ihn ein bisschen Kraft kostet. So, der Pfeil zeigt erstmal nach unten bei Udo Bölz. Aber wir hatten jetzt ja auch mal mit Marvin Keilmann eine plus 3 Form bei der Oberösterreich-Rundfahrt. Also wollen wir da gar nicht immer meckern, dass wir immer nur Pech haben. Da hatten wir dann tatsächlich mal Glück. So, ich mag ja diese Etappen, die so in den Tälern spielen. Sehr gerne generell diese Atmosphäre, die dann rüberkommt, auch bei der Tour de France. Das ist schon sehr geil. Deswegen muss man den Sport auch einfach lieben. Unabhängig von dem, was da so drumherum geschieht. So, hier wird jetzt noch nicht besonders schnell gefahren. Ich denke mal, Udo Bölz kann sich da noch ein bisschen ausruhen. Unsere Jungs machen vorne Tempo. Der Berg ist zwar steil und lang, wie man hier sieht. Aber ich glaube, so Etappen gibt es bei den großen Rundfahrten fast gar nicht. Also schon, aber Vuelta a España, die 11. Etappe. Ansonsten ist das immer so ein bisschen weniger geworden mit diesen extremen Bergen drin. So, jetzt haben wir hier einen kleinen Ruckler drin. So, jetzt haben wir schon wieder kein Wasser mehr. Ich würde mal Jan Piller nach hinten schicken zum Wasser holen, weil der, glaube ich, besser dabei ist. Und der fährt auch direkt schon mal rückwärts. Und Wesemann ist auch schon platt. Jetzt bräuchten wir schnell ein bisschen Wasser. Immer noch 2 Kilometer bis oben hin. Schauen, Jan Piller hat eine gute Tagesform, kommt hier auch gut schnell nach vorne. Das Tempo ist natürlich auch nicht besonders hoch. Alles U23-Fahrer hier am Start. Mit Ulla haben wir die Rundfahrt damals dominiert in unserer allerersten Saison. Ich glaube, 2 oder 3 Etappensiege geholt. Jan Piller macht das sehr, sehr gut. -1 Tagesform für Udo Bölz. Und jetzt ist Jens Heppner gestürzt. Das ist natürlich super. Das sollte der Fahrer sein, der uns beschützt. Dann machen wir Jan Piller aus der Führungsarbeit raus und lassen ihn Udo Bölz schützen. Dann geht es jetzt gleich auch schon in den nächsten Berg der ersten Kategorie rein. So, dann müssen wir noch nicht weiter nach vorne fahren. Ich denke mal, hier wird das Tempo auch noch recht gemächlich sein. Trotzdem gerade nur so auf 77. Mal schauen, Steffen Wesemann ist wieder zurück. Steffen Wesemann ist ja schon. Jens Heppner ist wieder zurück. Versucht hier an die Spitze zu fahren. Dann sollte er ein bisschen Tempo machen. Kann ja das Tempo auch mal ein bisschen erhöhen. Udo Bölz hat einen Puls von 81. Ist ja nah am Herztod. So, jetzt erhöhen wir hier mal ein bisschen das Tempo. Kann ich nicht angehen, dass wir nur so langsam hochrödeln. Udo Bölz sieht eigentlich ganz gut aus. Der Puls ist wirklich in Ordnung. Ich denke mal, die Tagesform geht auch noch ein bisschen hoch. Jan Piller hält sich da auch prima. Und dann sind es aber immer noch 9 Kilometer bis zum Gipfel, aber so steil ist es jetzt gerade nicht. Schauen wir uns mal die Steigungswerte an. Ja, doch, ist schon nicht so ohne. Jetzt hat sich Jens Heppner abgesetzt. Sehr gut gemacht, Jens. Genau das war der Plan. Genau das war der Plan. So Scheiß. So, jetzt wartet er nochmal kurz. Macht ja keinen Sinn, dass der da wegfährt. Na komm schon, Jungs. Der fährt mit 45er Wert hier hoch. Einigen schon ziemlich weh zu tun. Das Tempo von Jens Heppner.
versuche mal Udo Bölz ein bisschen mit nach vorne zu bekommen. Dass wir da, falls eine Lücke reißt, auch direkt am Hinterrad sind. Wir können uns auf der Abfahrt ja dann wieder ausruhen. So, mal einen Blick drauf werfen. So viele sind hier nicht mehr dabei. Da treten vor allem einige auch schon sehr, sehr schwer. Wir müssen dann gleich auf der Abfahrt nochmal Jan Piller Wasser holen lassen. Jens Höppner macht hier nochmal Tempo von vorne. Der in einem super hässlichen Trikot hier. Das ist das Bergtrikot. Sieht wunderschön aus. Sieht ein bisschen aus, als hätte einer sich was eingefangen. Doch, läuft doch eigentlich ganz gut. Jens Höppner, können wir nochmal einen kleinen Zwischensprint machen. Ein kleines bisschen schneller fahren. Wollen wir mal ein paar Bergpunkte abgreifen. Weiß gar nicht, wie es da aussieht in der Bergwertung. Werden wir gleich oben eingeblendet sehen. Ne, werden wir nicht sehen. Achso, es sind noch 1,7 Kilometer. Was war das gerade für eine Wertung? Ach, das war das Ziel. Ah, okay, wir fahren hier quasi schon den Schlussanstieg hoch. Jetzt habe sogar ich es verstanden. Und warum ist der Power denn da vorne in der Ausreißergruppe? Warum sagt mir das denn keiner? Wieso ist der denn vorne in der Ausreißergruppe? Willst du mich verarschen? Wann und wie und wo ist der denn weggefahren? Damit habe ich jetzt absolut nicht gerechnet. Der hat 4 Minuten Vorsprung, der Sack. Jawohl, werde mal schön vom Auto angefahren. Wie geht denn das? Wie hat er denn das gemacht? Und der Vorsprung wird jetzt etwas kleiner. Und das kostet ihn natürlich viel Energie und der Schlussanstieg hat es nochmal in sich. Aber hallo. Jan Piller plus 5. Udo Bölz eine 0. Wir müssen jetzt aber auf der Abfahrt nochmal schön regenerieren. Und jetzt fährt der Höppner schon wieder weg. Sag mal, bist du blöd in der Birne oder was? Ja, und hinten fährt jetzt keiner oder was? Der springt jetzt vor, um dem Wasser zu bringen. Willst du mich verarschen? Es kann doch nicht euer Ernst sein. Super gemacht. Super gemacht. Jetzt habt ihr euren Kapitän allein gelassen. Sag mal, es ist doch echt zum Kotzen. Jetzt bring ihm schon das Wasser und dann ist aber auch Ruhe. So. Wie blöd ist das denn? Jetzt hat er 4,5 Minuten da vorne. So, Jan Piller, jetzt warte doch nochmal, ey. Es ist doch echt scheiße. So, blöde Steffen Wesemann kann sich auch mal selber sein Wasser holen. So eine Scheiße, Mann. 5 Minuten. 5 Minuten für Robert Power. Und jetzt fährt er da vorne schon wieder weg. Es kann doch eigentlich nicht so schwer sein, einfach mal zu warten. Es kann doch nicht so schwer sein. Es kann doch einfach nicht so schwer sein. 17 Kilometer. 5 Minuten. 5 Minuten. Das ist unglaublich. Und er verliert noch nicht mal so viel Zeit. Und jetzt geht es hier in den Schlussanstieg. Eigentlich die Jungs nochmal Tempo machen lassen können. Ach, 4 Minuten 26 für Power und wir werden den nie wieder einholen. Nie. Du willst, fährt hier nicht wirklich schneller mit der 75 hoch.
an und wie ist der ausgerissen? Ich habe es echt nicht mitbekommen. So, immer noch 4 Minuten 20. Da vorne fährt er. So, Jens Heppner ist jetzt auch durch. 12 Kilometer, das kriegen wir nie im Leben wieder hin. Der holt sogar noch was auf. Wie kann der so lange alleine da vorne fahren? Das ist mir ein Rätsel. Der Vorsprung wird größer. Der muss hinten raus komplett einbrechen. Ansonsten haben wir da null Chance. Das ist auch die mörderischste Attacke, die ich hier gesehen habe, hier von Olesen. Ja, das hat aber was gebracht, mein Freund. Ja, und wir sind hier in den steilen Passagen drin. 4 Minuten 20. Es wäre echt sinnvoller gewesen, wir simulieren das. Ich habe aber nicht auf die Ausreißergruppe geachtet. Das ist auch so ungewöhnlich, dass hier der Spitzenfahrer so weit vorne wegfährt. So, jetzt sind wir alleine unterwegs. Immer noch 4,5 Minuten, der macht das schon. Nö, der bricht auch nicht ein oder sowas. Dem geht's prima. Da ist jetzt Paulus noch an uns vorbeigefahren. Früher hieß er ja noch Saulus. Das ist doch kacke. Jo, der tritt immer noch sehr gut. Da gibt es, denke ich mal, nichts dran zu deuteln, dass der diese Rundfahrt gewinnen wird. Deswegen können wir jetzt auch mal die Spannung etwas rausnehmen. Müssen wir jetzt nicht noch so tun, als wäre es mega spannend. 4,42, der baut seinen Vorsprung auf uns aus, obwohl er seit gefühlten 300 Kilometern alleine fährt. Auch nicht schlecht. Den muss man erstmal so hinkriegen. So, noch 2 Kilometer. Ist mir jetzt auch egal, ob Udo Bölz da kaputt geht oder nicht. Wir werden eh nur Zweiter werden mit deutlichem Rückstand. So, der tritt auch schwer. Und dann 5 Minuten haben wir einfach mal kassiert auf Robert Power. Hammer. Boah, das ist nochmal eine vernichtende Niederlage. Gegen den hätten wir eh keine Chance gehabt. Ich meine, was hat der denn für eine Tagesform gehabt? Plus 20 oder was? Ist ja irre. Wie ist der Ami, der damals die Tour de France gewonnen hat mit seinem Testosteronwert? Komm gerade nicht auf den Namen. Das erinnert so ein bisschen daran. Der hat doch auch irgendwie 5 Minuten gut gemacht damals bei Phonak. Ach, wie heißt der denn? Fällt mir nur Oscar Pereiro ein, aber der war es natürlich nicht. Wie heißt er denn? Wie heißt er denn? Ah, ihr werdet es schon wissen. Ihr werdet wissen, wen ich meine. So, ja, 4,45. Einfach mal locker flockig haben wir die auch unterwegs verloren. Gesamtwertung sind wir damit nur auf Platz 2. Gut, dass ich jetzt übernommen habe und nicht simuliert habe. Hat richtig viel gebracht. Da sieht man mal, ich sollte vielleicht immer simulieren und nicht selber spielen. Der Rollsteiner führt auf jeden Fall die Teamwertung an. Das ist doch schon mal etwas. Ja, das war ja eher so nicht so geil. Ja, gut. Dann hätten wir das auch geschafft. Naja, wie gesagt, hätte ich es lieber mal simuliert. Jetzt gibt es noch ein 9,1 Kilometer langes Bergzeitfahren. Stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern mit Ulle. Da waren wir aber, glaube ich, nicht so gut bei dem Zeitfahren. Das haben wir nicht gewonnen. So, Portugal-Rundfahrt geht auch dem Ende zu. Da sind wir immerhin auf Platz 8 mit Pascal Motes. Jonas Boccolo gewinnt hier nochmal. Dann machen wir unseren Giro noch fertig. Simulieren wir jetzt aber die letzte Etappe. Das funktioniert ja eh nicht, wenn ich selber steuere. Da haben wir es. Udo Bölz gewinnt. Es ist zum Kotzen. Es ist einfach nur zum Kotzen. Naja gut, ich hätte ihn nicht fahren lassen sollen wahrscheinlich, aber ist es mir nicht aufgefallen, dass er weggefahren ist. Ganz ehrlich, ich habe nicht drauf geachtet, wer da weggefahren ist. Das war einfach zu ungewöhnlich. Da habe ich mich übertölpeln lassen. Nächstes kommt jetzt der Rydal Grand Prix.
Ach, naja, schauen wir mal.